Da gibt es ja ganz viele Leute, die muss Zeug schreiben. Ach, das ist toll. Ich meine, das Schöne ist, die eine Spinne, die ich getötet habe, ist tot geblieben. Ich habe jetzt erfolgreich 2 Spinnen getötet. Hallöchen an alle von YouTube. Ich bin heute hier und bin spontan mit reingesprungen in ein tolles Spiel, Grounded, falls ihr das noch nicht kennt. Es ist mit Insekten und Spinnen und ich hasse alles daran. Und ich spiele mit der lieben Gnu, mit dem lieben Simon. Die haben quasi schon letzte Woche angefangen und ich habe dann spontan geschrieben und gefragt, ob sie mich mitnehmen. Das heißt, wir springen so ein bisschen verwirrend irgendwo mittendrin rein in die Story. Deswegen schaut auf jeden Fall auch bei Gnu und bei Simon auf YouTube vorbei. Ich verlinke euch das einmal unten in den Kommentaren und hier irgendwo oben seitlich. Da könnt ihr euch die Videos von den beiden anschauen und euch auch angucken, was ihr bis jetzt verpasst habt. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß jetzt gleich mit, dem Spiel. Genau, ich würde sagen, wir machen es jetzt erstmal so, dass wir dir alle Waffen geben, dich upgraden, auf unseren Standpunkt bringen, erzählen, was bis jetzt passiert ist. Jawohl. Und dann gehen wir zusammen an den Spot, wo wir letztes Mal aufgehört haben und dann starten wir so offiziell. Jawohl, das heißt, wir machen dann quasi eine Anmut. Genau, die kann dann entweder jeder für sich machen oder einer macht sie für alle, wie ihr es am liebsten wollt. Alles klar. Ich habe noch Squad-Einladungen auf Twitch geschickt. Ah, perfekt. Können wir die bitte annehmen? Und falls wir nicht weiterkommen, der Likey, der ist okay, im Discord. Hallo, genau, Simon, falls wir nicht weiterkommen, der liebe Likey ist auch hier. Der hilft mir manchmal, wenn ich nicht weiterkomme. Max gewählt, wenn das okay ist. Ja. Jawohl. Der schreibt dann rein, wenn wir irgendwie nicht weiterkommen, wo wir hin müssen, dass wir nicht wieder so wie letztes Mal so 1 Million Jahre irgendwo rumtrotten. Sehr, sehr, sehr lieb. Für dich auch, Simon, okay. Ich habe dich auch in den Squad-Stream eingeladen. Oh, okay. Das muss ich dann wahrscheinlich im Stream-Manager irgendwie noch bestätigen. Wenn du möchtest. Simon, du hörst dich so verschnupft. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Aber ist okay. Es war schon schlimmer gestern zum Beispiel. Oh. Ey, eine dumme Frage. Wie kann ich diesen Squad-Stream, wo finde ich den? Im Dashboard. Sag bloß, Simon, du wurdest noch nie eingeladen. Doch, aber das machen die meine überaus geschätzten Moderatoren machen das meistens und ich nutznieße nur. Oh. Ach so, du musst einfach nur, wenn du quasi in Twitch eingeloggt bist, dann gehst du einmal auf dein Dashboard und genau. Unter Kanal und dann müsstest du auf der rechten Seite müsstest du so ein Plus 1 irgendwo stehen haben. Start. Okay. Genau. Aber, und da ist auch eine Einladung. Oh, okay, ja super. Mehr werde ich mir jetzt merken. Ab jetzt werde ich es. Ich erkläre es dir auch nochmal. Das ist gar kein Problem. Ja, ist ja eventuell nötig. Ey, wir sind ja wieder oben. Geil, das hatte ich ganz vergessen. Ja, ich habe voll das Glück. Ich bin auch oben. Ich dachte eigentlich, dass ich untergefallen bin. Letztes Mal hat es mir Glück nicht gespeichert. Oh Gott, ich höre dich zweimal. Ich muss Ingame-Sound ausmachen, glaube ich, ne? Ja. Voice. Wo finde ich das denn? Sprachaktivierung. Nie Sprach-Chat-Lautstärke weg. Genau. Jawohl. Wo bist du denn? Genau, kannst du mal zu uns kommen? Jawohl. Weiter Weg. Jawohl, schaffe ich. Ich sag jetzt schon, da ist eine Büroklammer. Da, wo wir sind, ist unten irgendwo eine Büroklammer und über die kommst du hoch. Alles klar. Also ich sehe euch auch auf einer Anzeige quasi. Ich muss mich nur, glaube ich, einmal durchkämpfen. Ja. Genau, deswegen macht das erstmal in Ruhe und dann spielen wir erst offiziell weiter. Ich versuche hier oben mal alles zu clearen und sobald ihr bei mir oben seid, können wir dann weitermachen. Und genau, ich kann dir schon mal erklären, was ist. Also, wir sind kleine Wesen, die irgendwie klein sind. Wir sind in einem Koffer gelandet und sind jetzt in diesem Garten, so ein bisschen wie bei Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft und es gibt hier so einen verrückten Wissenschaftler und der hat irgendwie es geschafft, sich zu schrumpfen mit seinem Kollegen. Und die haben hier verschiedene Forschungslabore. Und wir erkunden diese Forschungslabore, um eventuell, das weiß ich noch nicht, das ist meine Vermutung, auch wieder groß zu werden. Und deswegen aktivieren wir gerade immer mehr Sachen, um mehr herauszufinden. Also wir wissen tatsächlich auch noch nicht mehr. Okay, ja, dann wisst ihr gleich viel wie ich, weil ich habe ja, genau. Als das rausgekommen ist, ein bisschen gespielt. Ja, also. Dann ist da, wisst ihr auch noch nicht viel mehr. Ja, cool. Ich bin auf dem Weg zu euch, ich habe nur schnell was angespielt. Ja, perfekt. Ja, wir sehen dich. Bis 7 Meter entfernt. Das Problem das ist so, viel, ne? Auch, unten, ja, aber unten sind echt viele Spinnen. Du musst einfach nur, aber die sind oh nein, nicht Simon, an denen vorbeigehen. Simon. Nein, Wahrheit. Was heißt denn viele? Na, so 5 oder so.
Wie fünf? Na, die laufen da irgendwo rum. Du siehst die von Weitem. Nur es kann halt sein, dass die dich angreifen. Sei gewarnt. Das sind aber diese Kleinen. Die sind wirklich nicht so schlimm. Gnu, ich sehe dich da auch gerade schon in dem Tunnel, aber ich komme schon wieder nicht zu dir. Du warst nicht so unten. Ja, ich versuche gerade, um mein Leben zu kämpfen. Okay, mach du erstmal, wir sehen uns schon noch gleich. Mir ging's so... Ah! Irgendwas greift mich an. Entschuldigung. Das ist der Zecke. Alles gut. Ich hatte nur gerade Oh Gott, ich hab mich so erschrocken. Weil Simon die ganze Zeit von Spinnen geredet hat und plötzlich werde ich von hinten angesprungen. Im Club, ne? Da ist eine Spinne. Oh Gott. Oh mein Gott, was habe ich mir angetan? Nur, ich bin über dir, nur als Info. Vielleicht, wenn du irgendwo in der Decke ein Loch findest, kannst du ja Bescheid sagen. Ja, da ist gleich eins. Genau, lauf da weiter, hier. Und dann kannst du hier rein. Hier runter. Ah, das ist ja perfekt. Ja, hilf mir bei dem Sack hier vorne. Ach, die Roboter, ja, die sind nervig. Ich habe übrigens aus Kommentaren unter meinem Video, habe ich schon so ein bisschen rausgekriegt, wo es vielleicht nachher weitergeht. Aber wir sollen erstmal alles im Baum erledigen, wurde uns gesagt. Ah, mega, genau. Aber es wird, glaube ich, sehr spannend danach. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir können ja mal schon mal so ein bisschen clearen. Auf die Kommentare wollte ich nämlich auch noch eingehen. Dann... da gibt's ja ganz viele Leute, die immer so Zeug schreiben. Und sagen, ihr Kacknoobs, ihr blickt ja gar nicht, löscht euch. Ich hab mich so erschrocken. Nee, sowas wird bei mir direkt gelöscht und geblockt. Nein, das schreibt ja keiner. Nein, stimmt auch. Es wird aber dunkel. Die Leute sind sehr hilfreich. Oh, ich hab hier noch ein bisschen Science. Die werde ich mir gleich holen. Ach nein, ich bin wieder bei der dummen Pflaume. Gnu, ich bin wieder bei dieser Seilrutsch. Nein, nein, zum Glück nicht, aber diese Seilrutschpflaume. Wie kann man die? Wir müssen die mal wegkriegen. Sonst kommen wir nämlich nicht. Ja, ich glaube, das geht aber mit Pfeil und Bogen oder mit Kieselsteinen. Nein. Die kannst du schmeißen. Ja. Muss ich an dieser, Dings hoch? An dieser Klammer, da ist diese Klammer. Jawohl, die habe ich. Und jetzt bin ich in den Bäumen, ist das richtig? Das ist schon mal gut. Genau, da musst du bei dem Seil hoch. Ja, die Seilrutschen sind auf jeden Fall wichtig. Bei den Seilen hoch, ach du Scheiße. Simon, hast du die schon runtergeschmissen? Was meinst du, die Pflaume? Nee, ja, ich ja. Brauch dich hier. Ey, ich bin doch draußen, ich komme irgendwie nicht rein. Ich versuche gerade erstmal diese... Ich habe gar keine Steine, oh Mann, ey. Ach so frontal kann ich gar nicht hoch. Dann komm mal zu mir, dann lass mal hier hinten war. Oh Gott, da kommen drei. Okay, ich brauche dich hier wirklich, Simon. Ich versuche, dir zu kommen. Ja, ey, ich würde so gerne helfen. Weißt du, ein Freund braucht dich so, ich würde so gerne helfen, ich habe keinen Bock. Mental bin ich bei dir. Nee, aber ich, sobald ich den Weg gefunden habe, bleiben wir endlich mal zusammen. Ja. Also ich habe so einen Ressourcenanalysator gefunden und weiß jetzt nicht. Und eine Vorratskiste. Ist das eure Vorratskiste? Ja, kannst du plündern. Nein, ja. Kannst du gerne, nimm dir, was du brauchst. Vor allen Dingen vielleicht. Ja, da sind keine Waffen drin, glaube ich. Nee, das ist alles kein Problem. Ich versuche nur zu euch zu kommen, gerade erstmal, damit wir dann gemeinsam losstarten können. Ich verstehe nur noch nicht genau, wie ich zu euch komme. Es ist ein sehr verwirrender Baum. Ist nicht einfach. Ist auch so. Also die Klammer ist schon mal der richtige Weg. Ja, da bin ich schon oben. Das ist schon. Aber ich verstehe die Seilrutschen nicht, weil ich komme an denen nicht frontal hoch. Also musst du eigentlich nur E drücken und dann geht es. Ach, man kann die erklimmen mit E. Ja, oben nach unten. Genau. Genau. Dann war das wahrscheinlich mein Fehler, dass ich nicht E gedrückt habe. Da steht dann dran, dass du E drücken kannst. Und dann tust du rüber sliden. Das sind diese Kabel oder so, ne? Ja. Genau. Apropos Kabel, ich bin kurz über dieser großen Batterie. Können wir da irgendwas mitmachen? Ist das relevant oder ist es für später? Naja. Ach, das sind Kabel und keine Seilrutschen. Das ist mein Gedankenfehler. Deswegen stand da nichts mit E. Okay. Ich bin einfach verstreut, Leute. Ja, ich komme sofort zu dir. Ich bin jetzt endlich wieder auf den Röhren. Gibt es auch in den Bäumen Insekten? Nein. Nee. Lügst du?
Nee, nee, also nicht so kleine Babyspinnen, aber... Die sind wirklich lächerlich. Die sind wirklich klein. Also mir wird halt Simon gerade da unten angezeigt an der Klammer. Nee, das ist nur mein, was ist denn das, mein Respawn-Punkt oder irgend sowas. Da habe ich mir einen Respawn gesetzt, der ist eigentlich bescheuert, den müsste ich mal wegmachen. Moment, ich habe ihn... Ja, also das war, damit wir die Klammer finden. Ah. Genau, lass sie mal umbringen, dass Pia hier mal in Ruhe dann Zeit hat, sich umzuschauen, ohne dass sie direkt... Wenn du irgendwie nicht weiterkommst, sag Bescheid. Ich komme nicht weiter. Ich finde die Seilrutschen nicht, von denen ihr sprecht. Also ich bin quasi hochgeklettert bei der Klammer. Ja, und bin jetzt genau. In dem ersten, also quasi auf dem ersten Stock von Baumästen. Genau, und da musst du dich umdrehen, da ist nämlich dann, genau, du hast ja unsere Kiste schon gefunden, oder? Ja, da oben ist eine Vorratskiste auf jeden Fall, ja. Und ein Zelt. Genau. Brauchst du was zu essen? Da läufst du dann eigentlich den Weg einfach entlang weiter hoch. Ja, gerne. Aber da sind doch keine Seilrutschen, da sind nur... Nee, jetzt noch nicht. Also du musst jetzt einfach nur die ganze Zeit hoch. Ah, ich habe vergessen, da kann man rechts abbiegen. Ich bin ja dumm. Genau, bis du nicht mehr irgendwie weiterkommst. Hast du was zu fressen für mich, Ada? So. Geil, danke. Genau, du läufst immer so weit hoch und irgendwann siehst du die Seilbahn. Also du musst jetzt nicht direkt mit der Seilbahn hoch. Da laufen kriechende, komische Dinge. Jetzt verstehe ich, was ihr meint mit... Oh, das sind ja Springspinnen. Genau, die Springspinnen musst du jetzt erstmal eliminieren und dann... Ich kann die nicht ignorieren, die töten mich. Nee, eliminieren. Ob das so einfach geht, ich weiß auch nicht, ne? Ohne Waffen. Hast du denn Waffen? Ich habe einen Stein und ich bin gleich tot. Stein bringt dir leider gar nichts. Ja, ich habe aber noch nichts. Ich wollte ja einfach nur zu euch kommen. Ja, wie gesagt, ich bin tot. Ansonsten, die nächste Mission ist ja wieder unten. Also ich, oder wir holen dich ab. Ich warte gerade, also ich bin gestorben quasi tatsächlich gerade. Ja. Und ich kann auch noch nirgendwo respawnen, leider. Ihr könntet mich noch aufheben, theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob ihr rechtzeitig bei mir seid, um mich aufzuheben. Ich glaube, wir sind hier gleich fertig. Dann müssen wir runter. Meinst du? Ich weiß es nicht. Aber versuch es ruhig nochmal. Also ich glaube, dass wir hier nicht mehr viel machen müssen. Dankeschön, Krockner, an der Stelle. Dass wir vielleicht kaputt machen. Oh, this is not ich denke, Please wir help. Müssen noch die, den Weg finden. Ah ja. Den Weg finden zum nächsten Labor, oder? Ja, aber hier ist keins mehr, glaube ich, oben. Also ich glaube, das müssen wir jetzt durchsuchen. Und dann ist es fertig hier oben. Ich weiß halt nicht, ob es ein größerer Aufwand ist, die jetzt hier hochzuprügeln und zu zwingen. Ja, das stimmt schon. Es kann nur sein, dass wir noch irgendwo hin müssen. Also da ist ja auch die Pflaume noch. Und da ist nämlich auch noch Science hinter dieser Pflaume. Die Pflaumen, weil dann mache ich die mal weg. Weiß es jemand aus dem Chat, ob das jetzt sich lohnt? Oder sollen wir das hier schnell ready machen? Chat-Power. Also ich kann bei der Forschungsstation respawnen, das ist ganz cool. Das heißt, ich muss halt einfach, also es sind halt irgendwie zwei Spinnen oder so und eine schaffe ich, aber die zweite nimmt mich dann halt mit, so. Ja. Also ich werde es alleine nicht bis zu euch schaffen. Also, was vielleicht echt geht, ist an denen wirklich vorbeirennen und die einfach hinter sich lassen. Das klappt manchmal, nicht immer, aber kannst okay, ja auch machen. Okay, ich mach mal die Pflaume jetzt weg, ne? Ja, ich weiß, wo die ist, ich laufe hinterher. Weil ich habe das Gefühl, dass wir nicht viel... Ja, genau, die ist das. Wie kann ich das Gefühl, dass schmeißen? Wir noch nicht viel erreicht haben. Hier. Ja, endlich! Geht. Ey, ich bin dreimal gegen das Ding, wenn ich gegen fahre, weil ich nie drauf geachtet habe. Komm, nach dir. Let's go. Geht. Dummer Scheiß hier. Au. Oh, hier ist auch noch so ein Codezettel. Ah! Pia, sei froh, dass du nicht hier bist. Ja, wirklich. Warum? Spinnen! Es ist sehr ekelhaft. Ach, das ist toll. Ich meine, das Schöne ist, die eine Spinne, die ich getötet habe, ist tot geblieben. Das bedeutet, ich habe jetzt erfolgreich zwei Spinnen getötet. Ja, sehr gut. Und jetzt... Sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt mal... Hey. Jetzt können wir das hier öffnen. Ich glaube, wir müssen... Du hast doch vorhin irgendwo ein Passwort noch gesehen, Simon. Das war's, ja, wir nicht eingesammelt haben. Das war ein riesiger Zettel. Genau, und den müssen wir einsammeln. Ja. Der lag aber draußen. Der ist draußen irgendwo an der Ecke von einer dieser Kapseln. Ha, da sind ja noch mehr Spinnen! Ja, das wird leider so schnell nicht enden. Du schaffst das. Kann man da lang? Ja. Ah, okay.
Nee, das ist versperrt. Da ist, glaube ich, noch ein Seil oben. Okay. So, hat jemand was bei euch im Chat gesagt, ob wir das, ob sich das lohnt? Bei mir nicht. Bei mir lachen die Leute einfach nur, dass ich Angst vor Spinnen habe. Gefühlt. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh Gott. Also wir haben ja noch einen Zettel gefunden. Heiße Licht haben wir auch nicht, ne? Oh Mann. Oh, Pausi, da kommt was, Simon. Du bist da richtig. Ja, ich sehe es. Aber hier ist eigentlich... Ey, ich bin runtergefallen, dieser scheiß Roboter. Oh no, wie bist du da hingekommen? Aber, da ist auch wieder eine Seilwinde direkt... Da, wo wir diesen Gang lang sind, ist eine Seilwinde. Aber da ist auch, glaube ich, nichts. Außer dem Zettel. Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Also habe ich mich da jetzt umsonst durchgekämpft? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Wir wissen es doch nicht so ganz. Ich leide hier gerade Höllenqualen. Ich möchte, dass das appreciated wird. Ich weine innerlich schon, wie ein kleines Kind. Wird es. Es tut uns so leid. Das stimmt gar nicht. Nein. Bisschen. Ich bin jetzt mit einer Seilrutsche einmal gefahren, aber ich habe noch nicht verstanden, in welche Richtung ich jetzt quasi dann... Eigentlich immer hoch, also immer hoch orientiert. Du musst jetzt dann eigentlich auf so Pilze hoch und auf den Baumstumpf hoch. Kleine Äste auch. Genau, alles, was du siehst, wo man Blätter, über wo man hoch... Also eher die Richtung, wo du merkst, da muss ich jetzt gerade hochdüsen. Also jetzt, wenn du die Seilrutsche genommen hast, musst du, glaube ich, ein bisschen nach geradeaus nach rechts hoch an so Pilzen. Ja, ich glaube, die Pilze waren vor der Seilrutsche. Aber ich... Boah. Also nach der Seilrutsche. Die Seilrutsche ist richtig und danach geht's dann quasi weiter. Geht's da nicht? Das ist auf jeden Fall korrekt. Im Dunkeln hier auf diesen Ästen ist auch nicht so geil. Nee. Aber... Fühle ich gerade auch nicht so. Was bringt denn das hier auf diesen dummen... Ach so, du bist auf diesem Baumstumpf gewesen. Ah, ich verstehe. Wo dann dieser Zettel war. Genau. Also ich weiß gar nicht, dieser riesige Zettel, den ich da gefunden habe, ob der auch dazu zählt. Der war schon sehr groß. Aber ja, der ist irgendwo am Anfang vor einem dieser Gebäude, aber von außen eben auch nur. Ich bin da gar nicht hingekommen, leider. Wie mache ich nochmal diese schwebende Sache an? Ah, das Blatt, ne? Ja. Ich habe auch keins mehr. Aber du musst das hier, glaube ich... Ach, das Pusteblumenschirmchen musst du dir rechts reinpacken. Und dann ist es, glaube ich, Shift. L-Shift. Aber ich kann es dir auch nicht... Man muss es ausprobieren, weil es ist tatsächlich... Aktiviert sich erst nach einer Weile. Shit. Ist ein bisschen ärgerlich. Hier geht's halt nicht weiter. Oh, shit. Zu spät. Simon, ich bin auch da. Ja, ich werde mal zu meinem, zur Basis vielleicht wieder gehen, die wir da gebaut haben. Da sind ja auch die ganzen Waren, die wir da in den Korben haben. Ich glaube, halt bei dieser Dunkelheit. Was für mich auch leichter ist, wenn ich einfach versuche, zur Basis zu kommen, weil ich irre gerade einfach unbewaffnet, ohne Essen und ohne Trinken in einem Baum rum und ich habe keine Ahnung, wie ich zu euch weiterkommen soll. Im Baum, deswegen, das Gute ist, im Baum ist eine Basis und eine Kiste, wo alles ist, was du gebrauchen könntest. Ja, ich weiß nur nicht, wo. Ja, ich weiß. Das ist echt nicht einfach. Der Baum ist bisher auch wirklich das Kniffligste. Also, ich hasse den Baum. Ich verstehe gerade auch noch gar nicht. Ja, ich komme jetzt mal zu dir. Wo bist denn du? Ich bin da oben. Ja, ich bin da oben und ich versuche weiter nach oben zu kommen. Okay, ich renne jetzt zu dir. Aber ich verstehe auch nicht, wo weiter nach oben ist. Warte, ich komme. Ja, ich hole dich jetzt. Ich komme auch gleich mal. Es tut mir so leid. Nee, alles gut. Ist doch nicht schlimm. Wir haben da auch ewig gebraucht. Wo war nochmal diese dumme... Hier unten, oder? Aber das war die richtige Seilrutsche, die ich genommen habe. Ich kann keine falsche genommen haben, oder? Auf jeden Fall. No. Ich sehe nur so wenig, weil es so dunkel ist. So. Bin ich überhaupt richtig? Das ist der Vibe. Aber ich hab dich gerade reden gehört. Also ja. Du scheinst näher zu kommen.
Oh Gott, ich werde gerade von einem Moskito verfolgt. Boah, ekelhaft. Habt ihr nur Angst vor Spinnen oder findet ihr Insekten auch ekelhaft? Es kommt drauf an. Ich finde Marienkäfer zum Beispiel süß. Ja. Dabei sind die mega brutal, ne? Die sind ja auch fleischfressend. Ja. Aber ja, alles in der Insektenwelt ist brutal. Ich würde mal gerne wissen, was die von uns denken. So, einfach mal fragen, hey, wie denkt ihr eigentlich so über uns? Oh, es ist L-Shift. Da oben. Danke. Ich hab's gerade ausprobiert. Ich komme jetzt auch mal zu Shuyoka. Ja, lass mal zusammenbleiben. Ich habe hier so eine Kiste gefunden. So ein Lager. Ah, im Baum? Das ist wahrscheinlich unseres. Genau, bist du schon mal richtig. Ich finde gerade nur nicht mehr den Kackeingang. Habe ich noch meinen... Nee, habe ich nicht mehr. Ich hatte ja diesen Marker gesetzt, aber ich glaube, der ist jetzt weg. Ja, Pia weiß schon über den Arachnophobie-Modus. Muss ich nicht nach links? Ich spiele absichtlich ohne. Oder war es nicht rechts? Ah, da, okay, ich komme. I'm coming, Fire. Upp. Help me, help. I need somebody. Genau, I need somebody. Just anybody, help. Just anyone. So, wir sollten keinen SingStar-Stream machen, ich glaube, dann vergraule ich alle. Das wäre unfassbar erfolgreich. Vor allem mit mir noch dabei. Bist du auch so eine begnadete Sängerin? Oh ja, ja. Hab das richtig drauf. Ah. Alle Frauen können generell erstmal besser singen als Männer. Das ist meine Erfahrung. Das egal, wie schlecht ihr singt, das ist immer noch besser. Nee. Das ist eine absolute Lüge. Ich finde vor allem hohe, tiefe Töne, also hohe, schiefe Töne finde ich viel schlimmer als tiefe, schiefe Töne. Ja. Oh, da bist du ja, Simon. Ja, ich finde die aber, also sind wir denn schon über diese Büroklammer? Nein, oder? Ich finde die nämlich. Nee, ich glaube, die war hier. Ach, seid ihr jetzt unten? Wir sind runtergekommen, ja, aber bleib du ruhig oben, wir kommen schon. Hallo, warum hänge ich denn jetzt schon wieder fest, Mann? Dann schaue ich mir in der Zwischenzeit mal ganz kurz an, was es zum Herstellen theoretisch alles so gibt. Wenn ich einen Überblick bekomme. Oh, es gibt einen Sprösslingsbogen. Simon? Das sieht ja cool aus. Ich habe dich irgendwie verloren. Komm. Ach, da bist du. Hinten ist eine Spinne. Da bin ich nicht so. War das nicht auf der Map unten rechts? Also eher in die Richtung? Hier? Yeah. Oh. Boah. Ey, hier ist übrigens ein super Tech-Chip oben im Norden. Also müssen wir gleich mal checken. Ja. Weil das könnte ja auch in den Bäumen noch sein. Okay. Ich zweifle daran, dass wir da schon fertig sind mit. Nee, hier auf jeden Fall noch nicht. Hier müssen wir noch weitermachen. Alter, die sind total süß, die ganzen Möbelstücke, die man da bauen kann. Du sollst hier keine Möbelstücke bauen. Gott, leck mich am Arsch. Wie, keine Möbelstücke? Waffen bauen. Aber da vorne ist ja auch Wasser, ne? Alter, wie groß ist denn die Map mittlerweile? Okay, Spinne im Rücken. Ja, fühle. Eine Spinne im Rücken, die kann entzücken. Ich finde gerade den Kackeingang nicht mehr. Es ist halt auch komplett dunkel. Das ist völlig in Ordnung, dass wir das nicht finden. Hier war das doch irgendwo. Es muss schon irgendwo hier sein. Oh, ich wünschte, ich könnte das auch, Itzel. Ich wünschte, ich könnte das auch. Danke schön, Dilkane, für die 48 Monate. Und ganz viel Spaß dabei. Ich ärgere mich so, ich hatte so einen schönen Wegpunkt und jetzt habe ich den aber weggemacht. Jetzt könnte ich ihn gebrauchen. Ja. Respawn. Da war es aber auch nicht. Weil mein Chat hat vorgeschlagen, dass wir einfach schlafen könnten, damit es hell wird, damit wir dann mehr sehen. Es war anscheinend links, aber letztes Mal sind wir doch links gelaufen und dann haben alle gesagt rechts. Ja, das könnten wir auch machen. Das kann aber nur sein, jetzt, Rafika. Also wenn ganz, du hast schon recht, wenn links auch der Rucksack ist und der ganze Kram, dann müssen wir da eigentlich auch hin, oder? Mhm.
Hier steht sogar Heckenaufstieg. Vielleicht ist er das ja sogar. Auf der Karte? Ich hab's mal auch mal markiert, aber... Ja, dann düst mal voran. Ist halt noch schon recht weit weg. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber wir können es ja mal probieren. Ja. Lieber Chat, auch mein Chat, ihr könnt gerne mal helfen, wenn ihr Ahnung habt, wie wir hier im Bau... Oder das Heckenlabor ist die Klammer. Also das müsste ja stimmen, ja, wenn irgendwas mit Heckenaufstieg ist. Danke. Kann ich euch irgendwie entgegenkommen? Kann ich es euch irgendwie leichter machen? Nö, guck dir lieber mal schon oben das Labor an. Versuch da reinzukommen. Das oder ist die Waffen. Ich bin im Labor. Genau. Mach dir mal ein paar Waffen. Ich kann mir keine Waffen machen, ich habe keine Sachen. In der Kiste, bei unserem Labor, müsste eigentlich alles sein. Also, du brauchst ja nicht so viel. Steine, Stöcke. Ich bin im falschen Labor dann auf jeden Fall, weil bei dem Labor ist nichts drin. Okay. Oh, ich sehe sie. Ich sehe sie, Simon. Direkt vor dir. Ach, da. Ja, wie geil. Dann ist die Karte markiert. Das ist doch schon mal nett. Ja, gut. Okay, wir kommen. Die Ian's Crazy Show. Schau ich gerade ganz oft zur Zeit. Ich habe mir die ganzen Sims-Staffeln gekauft. Nice. Oh mein Gott, ich habe so einen abgefuckten Anime angeschaut und zwar Der Tod aus dem Meer. Sagt mir gar nichts. Boah, das war der verstörendste Shit, den ich ever gesehen. Also nicht der verstörendste, aber. Oh mein Gott, was war das? Gyo heißt es, glaube ich. Der Tod ist aus dem Meer. Da kommen die Fische aus dem Meer raus und haben Beine und tun die Menschen infizieren. Schnell durchgespielte Evolutionstheorie. Und die Menschen haben dann alle so Schläuche im Arsch und im Maul und laufen dann auch ganz komisch rum. Alter. What? Das klingt sehr weird, ja. Weird. Ich mache erst mal Fackeln. Ah, wir haben keine Schleimpilzstängel. Mann, wie ärgerlich. Schleimpilzstängel. Ja. Also meine Angst vor Spinnen geht so weit, dass ich mich auch actually keine Spinnenhaube tragen sehe. Oh. Das finde ich auch schon echt schlimm. Spinnenhaube? Das ist auch schon... Aber ich weiß nicht, Milbenhut klingt jetzt nicht irgendwie einladender. Nee. Alles irgendwie ein bisschen tricky. So, ich komme zu dir. Verdammt, wir haben keine Sprösslinge. Ja, also ich kann keine Fackel bauen. Ich glaube, ich muss darüber. Ich habe halt in der Dunkelheit so Angst davor, dass ich einmal zu viel springe. Ha, ich sehe dich. Ja? Da. Siehst du mich auch? Komm jetzt. Ich komme jetzt zu dir. Warte, muss hier nur, glaube ich, auf den Pilz drauf, oder? War das nicht so? Ich glaube, du musst hier seitlich rum, oder? Ah, da. Nice. Yeah. Ja, ich bin nicht mehr allein. Ich bin nicht mehr allein. Nice, genau. Ich bin so glücklich. Da war ja was. So, dann lass mal hier rübergehen, oder? Ah ja, genau. Ich bin fast da. Sehr gut. Dann mach mal hier deinen Spawnpunkt hin. Da drückst du benutzen und machst dann. Wir können schlafen, das ist gut. Ich warte schon mal. Simon kommt gleich. Drück mal drauf und drück mal auf Schlafen. Jawohl. Na, schlafen wir jetzt drauf. In diesem kleinen engen Zelt. Dann ist wenigstens nicht kalt. Nee, wir haben die Spiders nicht ausgestellt. Ich glaube, niemand von uns hat Spiders ausgestellt, ne? Nee, noch nicht. Wir wagen das. Ich will es halt unbedingt schaffen, aber ich habe jetzt schon so ein richtiges taubes Gefühl in meinen Händen. Nein. Mein Körper ist so... Ich hänge noch irgendwie, ich finde noch nicht den richtigen Baum. Ja, Simon, guck mal hoch, da sind wir. Wir sehen dich. Ich sehe euch, ja, aber ich glaube, ich bin den falschen Baum hochgelaufen oder so. Irgendwie. Du musst den Weg gehen, den eigentlich keiner gehen wird, weil er keinen Sinn macht. So wie im echten Leben. Ja, das stimmt wohl. Andere Seite, Simon. Ich bin jetzt bin ich gerade mit dieser... Und hallo, Gardner. Dieses Seil habe ich gerade. Und hallo, Elmo. Und dann, genau. Und dann läufst du dem beim Seil entlang geradeaus. Okay, ja, ich versuch's.
Genau. Ja. Da ist dieses Kabel. Und dann laufe ich aber irgendwie, weiß ich nicht mehr, was ich da mache. Hier unten sind wir. Entschuldigung? Hier unten sind wir, guck. Okay. Siehst du mich? Kann ich einfach, Moment. Ja. Ach cool, du kannst so schweben. Ja. Ich kann das nicht, ich stürze dann einfach ab. Ich kann dir auch gleich eins geben. So, geil. Dann mal alle ab ins Nest und schlafen, Kinder. Low energy. Need to recharge. Ja, es gibt eine Backstory. Das ist auch der Grund, warum wir das gerade alle... Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Simon? Ich, musste gerade niesen, aber wo schlaft ihr denn? Ist hier ein Bett? Ja. Ach so, okay. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich bin dabei. Okay. Oh, ja, endlich. Ja. Geil, Tag. Okay, dann können wir weitergehen. So, endlich. Verdammt. So, hier lang. Oh, wir bleiben jetzt alle zusammen. Darf ich mir von jemandem von euch auch was zum Essen klauen? Ja, warte. Das wäre großartig, weil ich habe Angst, dass ich gleich verhungere. Dann fangen wir wieder von null an. Dankeschön. Hier, das kannst du dir ausrüsten. Dann kannst du auch gleich fliegen. Geil. Und warte, ich mach dir auch mal kurz eine Waffe. Geil. Trinken ist wahrscheinlich nicht so einfach, ne? Da brauche ich diese Tropfen. Diese Tropfen. Also du kannst andere Sachen auch trinken, aber das sind meistens so Tropfen im Baum. Also okay, aber wir finden welche hier wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, cool. Wo finden wir das? Ja. Sehr gut. I follow you. Oh, cool. So, jetzt habe ich eine richtige Waffe. Hier lang. Ballrutsche. Hui. Hui. Oh mein Gott. Simon! Ja, ihr seid immer... Oh Gott, ich höre unangenehme Geräusche. Alles gut, wir verpieseln uns jetzt direkt. Ah, da bist du ja schon. Genau, dann hier lang. Wo ist hier? Ah, da hinten ist hier. Bin ich die Einzige, die das Gefühl hat, dass ich da hinten das Nest der Mama gefunden habe? Ja, deswegen gehen wir da nicht rein. Okay. Und gut, dann hier lang. Das ist ein guter Plan. Jeet. Cool. Ja, geil, danke schön fürs Abholen. Gerne doch. Und dann sind wir direkt die ersten Arschlöcher. Die stechen wir einfach alle ab. Genau. Sehr schön. Genau, nicht die Eier, da kommen die raus. Oh Gott. Okay. Gut. Nicht die Eier. Ah, das ist echt widerlich. Perfekt. Dann gehen wir nochmal hier weiter. Wir sind noch längst nicht am Ziel. Ja, das stimmt. Oder? Was ist denn? Nö. Oh. Ah, müssen wir da lang? Ah, doch, genau, wir müssen hier lang. Ich sehe mich einfach schon frontal von diesem Baum runtersegeln. Er muss echt aufpassen, weil es super nervig. Ich meine. Du musst den ganzen Weg dann nochmal. Aber immerhin wissen wir jetzt, wo die Büroklammer ist. Das ist doch gut. Muss ich überhaupt hier lang oder unten lang? Oh Gott. Unten lang. Nicht schubsen. Oder? Da oben ist auf jeden Fall eine Seil. Da ist ein Seil. Hier? Ja, wenn du weitergehst. Ah ja. Oh ja, Gott. Genau. Und dann sind wir da, wo wir vorhin waren. Oh Gott. Jeet. Oh Gott. Ein langer Weg, ja. Nicht schubsen. Nicht stürzen, Pia. Einen Schritt vor den anderen setzen. Du schaffst das. Du spielst Videospiele. Genau. Kannst das. Du hast es gleich. Und Simon, du hast doch noch irgendwo mal weiter fernes und Zettel gesehen. Ja, aber ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Da hatte ihr könnt ihr trinken. Oh, geil. Das ist ja Hammer. Okay, gut zu wissen. Ja, ich wünschte, ich wüsste noch, wo das ist. Guck mal, hier ist er doch. Wie lustig. Er ist direkt hier. Ach, nice. Aber es ist nur Passwort. Es ist quasi, der ist irrelevant. Jetzt sagt uns nur, dass irgendwo... Okay. Ja, okay. Okay. Sollen wir dann hier die Anmod machen? Für jeder für sich erstmal? Ich stream schon, aber ja, klar. einfach. Nee, weil ich schnibbel das dann quasi so zusammen. Deswegen. Ja, klar. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Hallo, Simon. Ja, hallo. Ja, gut, jetzt sind wir doch echt zu dritt. Das ist doch nice.
Ich kann dir auch nicht sagen, wo es hier weitergeht, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen in diesen Laboren rumsuchen. Ich bin ultra gehypt. Ich freue mich mega, dass ihr mich mitnimmt. Ich habe das Spiel angetestet, als es ganz frisch rausgekommen ist. Oh, hallo. Oh, jetzt ist sie auch da. Perfekt. Hallo, Gnu. Und ich freue mich voll, dass ich jetzt weiterkomme und da auch mal was sehe. Ja, voll schön, dass du dabei bist. Voll süß. Tia has joined the team. Joka, noch eine Sache. Hier, dieses Passwort-Ding, ne? Manchmal findest du so kleine Zettel, da sind so ein, zwei Buchstaben drauf. Die musst du unbedingt einsammeln. Jawohl, Zettel einsammeln. Ei. Ja. Ich sammle sowieso alles ein. Ich bin so ein absoluter Sammelmensch. Hier steht auch eine Zahl. Ist steht wichtig? Auch wieder was, ne? Ja. 12, nee, ist die Batterie. Da oben ist, glaube ich, hängen diese Batterien, die das alles betreiben. Was haben wir jetzt gemacht? Ah, wir haben alles geöffnet. Oh, nice. Ach, dann hattet ihr alle Zettelchen schon gefunden. Ich glaube, oder? Doch, oh Gott. Sicher. Tja, wer weiß das schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt schon noch Orte, die wir erkunden können. Mhm. Okay, das da sieht doch auch neu auch aus. Ah, nein. Ich würde aber sagen, hier in diesen Räumlichkeiten dürfen wir uns aufteilen und alles mal durchsuchen, aber vorsichtig, dass ihr nicht abstürzt. Mhm. Und hier sind auch Spinnen, ne? Nur dass ihr Bescheid wisst. Die laufen auch überall. Ja, die sind auch wieder da, ja. Aber ich verstehe meinen Charakter nicht. Sie hat gerade gesagt, oh, Jungspinnen, süß, aber tot. Wo ist das denn süß? Ist doch nicht süß. Beim süß, aber tot. Also, tödlich, nicht süß, aber tot. Oh Gott. Süß, aber tot. Boah, sind aber ganz schön viele, ne? Holy shit, wo kommen die denn alle her? Ja, ich laufe da einfach dran vorbei mittlerweile. Jetzt weißt du, wo sie herkommen, Jasmin. Simon hat sie alle eingesammelt und du. Ja, ich glaube auch, die sind jetzt alle am Leben wieder. Der hat sie nicht getötet. Spinnen und spinnen lassen. Spinnen und spinnen lassen. Das stimmt. Ich glaube, ich habe jetzt mit diesem Programm alle Türen, die zu waren, geöffnet. Das ist gut. Jetzt ist auf jeden Fall das Wichtigste. Jetzt ist alles auf. Das heißt, muss auch irgendwo was Neues offen sein. Es gab so ein paar versperrte Türen, wo wir nicht weiterkamen. Genau, Pia, drück mal I, wenn du kannst. Ich gleich. Mein Leben ist. Es zieht an mir vorbei. Sag doch sowas nicht. Okay, ich soll I drücken. Drück mal I und dann kannst du diese Pusteblume rechts bei Sonstiges reinpacken oder bei Extras. Dann kannst du nämlich mit der linken L-Shift-Taste, immer wenn du springst, das drücken. Rechts bei, also bei Zubehör meinst du, oder? Ja. Da passt das aber nicht rein bei mir, glaube ich. Ich drück mal ausrüsten einfach. Ah, dann macht er die automatisch da rein. Cool. Und dann mit Shift quasi, jawohl. Ja. Geil, danke schön. Ich habe die unten bei mir in die Leiste gepackt, weil ich dachte, das ist wie eine Waffe, aber... Ich bin übrigens weitergekommen. Ah, nice. Das glaube ich. Genau das wollen wir. Du bist aber auch schon hier gewesen. Na, wenn diese Drops da sind, ist das meistens neu, finde ich. Oh nein, ich hänge in einem Spinnennetz. Da gibt es eine Beere, die man hacken könnte. Genau, da brauchst du eine Axt, aber die sind eigentlich nur da für Goodies. Ich überlege gerade, wie ich jetzt rüberkomme. Wieder nach Hause. Ich glaube, gar nicht mal so einfach. Ah, du bist da unten, ich lang. Ne? Ja. Genau. Ach, weil die Tür offen ist, komme ich da jetzt lang wieder. Weil wir die aufgemacht haben. Yay, es ist genial. Okay, ich bin wieder drin. Ich glaube, dass wir hier fast alles haben, aber wenn wir das Passwort haben, wofür ist das Passwort denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe es nicht mehr auf dem Zettel, aber wir haben, glaube ich, irgendwo gelesen mal, wo das drauf stand. Hier wurden durch die Explosion Eichenlabor beschädigt. Zum Glück hat der Schöpfer Dr. Tullys Superchips als Ersatz geschaffen, die man in den Forschungslaboren im Hof findet. Wenn du auf der Suche nach einem Heimweg bist, ist die Reparatur des kleinen Roboterhirns bla bla. Ja. Aber welches machen wir denn gerade? Hier, Heckenlabor. Die Superchips müssen wir finden. Melde dich beim Terminal an. Das müssen wir noch machen. Der muss irgendwo ein Terminal sein. Ein Terminal, wo man sich anmelden muss, quasi. Ja. Alles klar, ich suche ein Terminal. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Das passiert so häufig, dass es gehört dazu. Hä, was ist denn das da unten? Leute, es ist jetzt auch offen, da können wir doch rein, oder?
Ach, dieses, die Tür, wo wir... Ja, ach, da, also, das ist das Heckenlabor, glaube ich. Da unten kann ich da jetzt rein. Dafür habe ich doch, glaube ich, jetzt alles aufgemacht, oder? Das wäre Hammer. Da hätten wir tatsächlich was erreicht. Ich habe Angst, aber ich fliege jetzt runter, okay, um das zu erforschen, weil es ist offen. Okay, dann komme ich hinter dir her. Wo seid ihr hin? Das ist einfach kurz oben für den Fall, dass wir noch nicht runter müssen, wieder hoch müssen. Aber ich glaube, dass es vorhin noch nicht offen war. Okay, hier ist eine Spinne, aber ich bin mutig und hole Science, die da liegt. Das ist Science! Das ist Science! Science! Kann man jetzt dann später auch Dinge erkaufen. Verdammt, kommt nicht! Oh. Das ist nur der dumme Weg, um dann nach oben zu kommen. Aber vielleicht sind jetzt doch noch irgendwelche Sachen offen. Erspähe eine Kreaturstelle, Schleifsteine oder Beschichtungen her. Also hast du gerade an diesem Computer ein Passwort eingegeben? Weil der Chat sagt, Passwort am großen Computer eingeben, im Heckenlabor, da wo wir sind, danach noch einen Hebel umlegen. Ja, also ich habe das eingegeben, haben sich alle Türen geöffnet. Das klingt, als wäre das das Richtige gewesen, oder? Das, als hätten wir das ganze Passwort gehabt. Ich würde einfach, gucken wir mal, also was jetzt noch als Aufgabe drin steht beim Heckenlabor ist, melde dich beim Terminal an. Das heißt, Pia, da oben muss irgendwo ein Terminal sein, wo du dich großer Computer anmelden musst. Ja, ich suche. Und ich brauche S. Also ich laufe hier einfach nur im Kreis, ey, das ist crazy. Ich weiß halt leider auch nicht, wie so ein Terminal aussehen soll. Geh doch mal dahin, wo ich war. Ich war doch an diesem einen, wo wir reingekommen sind ins Labor, weißt du es noch? Ganz am Anfang. Da ich laufe doch runter, jawohl. An so einem Gerät was gemacht. Und da kannst du zwischen Türen und Passwort wählen und du musst auf Passwort drücken. Also, es gibt oben... War das das? Du hast irgendwas gerade gemacht. Wir müssen noch den Chip finden, aber du hast, glaube ich, irgendwas Wichtiges gerade gemacht. Ich habe den Chip, aber den brauche ich jetzt nicht. Oder den kann auch aus die... Oder ich habe halt nur Türsystemüberbrückungen hier gerade stehen. Und mehr kann ich gar nicht drücken gerade. Ich habe vorhin den Chip eingesammelt. Einmal dagegen schlagen aus Frustration, das hilft immer. Muss ich jetzt quasi mit meinem Chip da hoch oder ist es nicht so, dass das Team sich der Chip ist nur für den Burglar, oder? Für Roboter. Oh, guck mal, hier kommen wir jetzt auch hoch, Simon. Schau mal hier den Berg. Viel einfacher. Wir müssen jetzt gar nicht mehr so aufwendig hoch. Ich habe einen Superchip gefunden. Ja, Hammer, ey, du machst die wichtigsten Sachen gerade hier, geil. War das richtig? Ja. Absolut richtig. Okay. Cool. Und jetzt kannst du den, glaube ich, beim Computer einsetzen. It is likely that this will be my last log from the Hedge Lab. Regrettably, the spider infestation is only worsened. Last night, I had a close encounter with a giant broodmother that shook me to my core. Couple that with the strange radio signals I've been receiving, and I no longer think this facility is safe. Geilo. Habt ihr das auch gehört, was er gesagt hat? Ja. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich würde mich jetzt verpissen, weil hier gibt es irgendwo eine Brutmutter. Aber ich habe noch nichts gefunden, wo ich den Superchip reinpacken kann. Der ist, das machen wir später. Das ist für einen Roboter unter der Eiche. Ach so, okay. Eiche, dem großen Eichenbaum. Ist das wirklich notwendig, Sir? Yes. Oh, yes. Absolut notwendig. We're being watched. Oh. Sehr nice. Ich habe mich leider gerade umgebracht, aber ihr habt ja alles. Haben wir jetzt die Heckenaufgabe erledigt? Aufgaben? Heckenlabor liefert den Superchip. Hecke der Burg L ab. Heißt es, wir müssen jetzt wieder zu dem Roboter zurück? Ich würde sagen, ja. Lass mal gucken. Ich suche erstmal. Wo ist denn dieses Terminal nochmal, wo wir am Anfang waren? Da würde ich nämlich gerne noch gucken, ob ich da... Ja, das ist unten. Da war ich auch die ganze Zeit. Ich glaube, da ist nichts mehr in dem Raum, was man machen kann. Warte mal, wo bist du? Kannst du es mir vielleicht nochmal zeigen? Jawohl, ich laufe dort unten hin und markiere es hier. Ich bin, glaube ich, da.
oder? War das nicht hier? Das ist hier der Anfangsterminal. Warte, wie markiere ich das? Taking a look around, right there. Oh, warte, ich kann auch zu dir kommen. Ich habe dir einen Wegpunkt gesetzt. Es ist schon wieder dunkel. Das war der Terminal vom Anfang. Okay, der ist jetzt fertig, da kann man nichts mehr machen. Jawohl. Da hinten war das Ding drinnen in dem lustigen Raum, dem Tisch. Ach so. Lag der da Chip. Hast du dann was geöffnet. Ah, nice. Genau. Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, zum Roboter runter. Genau, ja. Zum Baum. Ja, cool. Das ist doch okay, super. Es ist halt schon aber wieder dunkel. Ja. Hier war ja letztes Mal unten so ein Gerät, Simon, weißt du noch, das so Strom gefasst hat. Sollen wir da mal kurz hingehen? Weil irgendeinen Schalter müssen wir noch umlegen. Hast du einen Schalter umgelegt? Ich nicht, nein. Ich habe keinen Schalter umgelegt. Okay, dann müssen wir jetzt zu dem Roboter gehen, wo wir das letzte Mal waren. Simon, weißt du noch, wo der war? Der Moment, war du meinst den ganz im, am Anfang. Genau, Baum, der wollte ja, ne? Im Baumlabor, nee. Nee, der ganz am Anfang, der unten war, der gesagt hat, er will den Chip von uns, weißt du noch? Den du so süß fandest. Ja, aber meine ich ja, der ist doch in diesem Baumlabor. Da, wo es gab die Explosion, dann genau, sind wir da hin und da ist dann der Burger. Genau. Mhm. Wo war das nochmal? Labore? Das war doch hier oben. Da, wie kann ich das markieren? Wegpunkt platzieren. Da war das. Ich hab jetzt einen Wegpunkt gemacht. Du bist bei mir unfassbar krass angeschlagen, Jasmin. Was soll das heißen? Also, dass du verletzt bist. Bin vielleicht nicht. Ich häng im Netz. Spinne am Sack und Spinnennetz. Warte, ich tu mal. Okay, ich bin also, das ist nicht schlimm. Ich wollte es dir nur sagen, weil es mir aufgefallen ist. Oh, Simon hat das Löffelchen abgegeben. Süß. Oh, du bist gestorben. Oh. Wie er so neu dabei ist, erstmal Simon weg, so denkt sich ihr Kacknoobs. Sollen wir schon mal. Bist du gleich wieder da, Simon? Ja, klar, ja. Ich nehm mal alles aus der Kiste mit. Wir hatten ja viel in der Kiste gelassen, weil hier kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hin. Gut, dann würde ich nämlich sagen, gehen wir zu dem Wegpunkt. Ja. Jawohl. Mal. Seht ihr meinen Wegpunkt? Ich folge dir einfach. Oh, du springst einfach runter! Genau, auf linke Shift-Taste. Ja, ich treibe. Fliege. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Oh genau, dann. Sind wir jetzt einfach in der Dunkelheit am Boden? Ja. Bist du lebensmüde? Ja. Keine Zeit zu verlieren. Alles gut, wir kommen jetzt eh bei dem Labor hier mega easy wieder hoch. Also es soll anscheinend noch in diesem Labor oben ein Hebel sein, aber ich habe jetzt keinen mehr gefunden. Ich weiß noch nicht, ob wir den schon betätigt haben. Ich habe so viel Grundvertrauen in Jasmin. Ich laufe einfach blind hinterher. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir hinrennen. Aber ich habe das Gefühl, du weißt, was wir tun. Warum werde ich das bereuen? Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen. Ach so. Oh, ich kann nicht mehr lang gleiten. No. Oh, shit. Deswegen solltest du mir nicht vertrauen. Wart auf mich, Jasmin. Ich bin gleich da. Sorry. Das dicke Marienkäferchen, aber die nicht angreifen, die machen nichts, die sind nett, wenn man ihnen nichts tut. Ja, das die kenne ich nur, die kenne ich nur. Hau ihn nie in die Augen. Okay. Schau ihn nicht in die Augen. Aber ich finde es sehr schön, wie du aber abgestürzt bist gerade neben mir. Ja, so, hey, ich vertraue ihr und dann pop. Seid echt so. Simon, du kommst auch, oder? Ja, ich suche noch ein paar Steine gerade, weil ich, aber ich finde keine. Ich wollte so einen Wassertropfen holen, aber ist okay. Oh mein Gott, lauf. Ja, wohin? Au. Mir hinterher. Aber wo bist du? Ach so, du siehst mich nicht mehr. Warte, aber lauft ihr denn richtig? Oh. Ja, ihr lauft richtig. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hör's. Es kommt von irgendwo. Holy shit. Oh mein Gott. Versteck dich. Ich bin einfach nur froh, dass ich nicht dabei bin. Wie? Wo? Wie macht man das? Irgendwo, wo es sie dich sieht. Ich glaube, es ist mir auch nicht mehr am Arsch. Und dann siehst du gleich, wo ich bin. Warte, ich warte hier auf dich. Moment. So, hier bin ich. Ja, genau. Siehst du meinen Marker? Aha. Pass auf, der läuft da irgendwo langer. Der macht auch nicht so viel Schaden. Oh, und der mein Chat sagt, und der weiß es am besten, den Hebel für den Ressourcenscanner hat Simon bereits betätigt. Ach, super. Dann müssen wir nur zu dem Roboter zurück. Perfekt. Alter, ich hab mal auf euch. So viel Schiss, da hinzugehen. Du schaffst das, Pia. Was ist es denn? Ich will nicht wissen, was es ist, oder? Es war keine Spinne, es war irgendwas anderes, ekliges. Lügst du? Nicht, meins ernst.
Es gibt genug Sachen, die eklig sind hier. Es hat süße Geräusche gemacht. Das hat keine süßen Geräusche gemacht. Ich war direkt hinter dir. Nein, zu süße Geräusche für eine Spinne. Es hat gemacht. War das oben oder unten? Oh Gott, ich werde hier von Sachen. Ich glaube, du wirst es. Du kannst rennen. Ha! Irgendwas greift mich von hinten an. Au, au, au. Genau, renn zu mir. Du kannst sogar hier hoch, High Ground. Aber es sind Zecken. Ah, da war's das. Nein, das war groß. Ich habe ja gesehen, die ganzen Pflanzen haben sich bewegt. Ich habe ja gesehen, dass da was war. Oh. Oh genau, die Nüsse sind gut. Wieder da. Die mal kaputt. Ich wurde zurückgelassen. Guck mal, die Nüsse kannst du dir einsammeln. Da kannst du dann bei den... Oder war das Nusskerne? Die kriegt man doch hier, oder? Guck mal, ob du da so Nusssachen kriegst. Ich krieg so Eichelschalen. Ah, okay, und einen Eichelbrocken. Dann, ja, genau, die sollst du essen. Die sind ist das nicht eine Spinnenhöhle, wo wir da gerade reingehen? Oh, das kann sehr gut sein. Alter. Warte, ich komm mal. Ich bin hinter dir. Ich lauf dir halt hinterher. Dein Wegpunkt verwirrt mich so. Kannst du den kurz vielleicht ausmachen? Wie mache ich denn so? Weißt du was? Ich mache uns jetzt eine Fackel. Warte mal. Ich weiß nicht, sehen wir die Spinne nicht. Das oh, wir brauchen noch Sprösslinge. Die liegen hier, glaube ich, aber überall rum, oder? Ah, da, oder? Nee, warte, waren doch gleich Sprösslinge. Oh, ich habe noch eine Kassette gefunden. Aber ich irgendwie finde ich gerade nicht mehr den Baum, obwohl ich weiß, wo er ist. Ich habe doch einen Wegpunkt gesetzt. Ja, ich bin nur, es ist komplett dunkel und ich hänge hier irgendwie ständig in diesem. Warte, ich mache dir noch kurz ein Seil. I have logged 110,437 different algorithms for organization and compiled them into. Oh, ich sehe es nicht. Wo ist das hingeworfen? Warte, jetzt habe ich es hingeworfen. Moment. Hier. Ah, oh, danke schön. Gerne. Mein eigenes Licht. Geil. Was hast du eingesammelt, Simon? Spinnen. Ganz viele Spinnen habe ich eingesammelt. Ich habe so eine Kassette nur eingesammelt. Und jetzt, okay. Oh, jetzt bin ich aber wieder im... Ach. Oh, die hat Simon. Mich original in dieses Heckenlabor wieder reingetrieben. Oh, Simon. Aber ich komme. Ist das nicht alles? Sind das nicht alles Spinnenhöhlen, wo wir hier gerade drin sind? Ich weiß gerade auch nicht, aber die sagen doch, dass wir hier lang müssen. Aber du kannst doch nicht einfach nur blind in eine Spinnenhöhle laufen, Jasmin. Ich bin gerade. Alter! Ein bisschen, aber wir müssen irgendwo das Kacklabor sein. Auf der Karte ist aber, glaube ich, der Eingang auch verzeichnet. Warte, ich guck gerade. Ja, irgendwie ist es ein bisschen allgemein verfasst hier. Aber ich bin jetzt auch gleich wieder da. Ich glaube, ich weiß, wo es war. Das war irgendwo, wo es gebrannt hat. Wir haben es überlebt, Pia. Frag mich nicht, warum. Irgendwo muss es hier doch brennen. Ja, das ist so ein, genau, so ein lila Feuer. Ich brauche dringend was zu essen gleich. Wir müssen gleich mal braten. Du kannst auch ein paar Haselnüsse hier knacken. Dann kannst du dir Haselnussdinger nehmen. Ach echt? Da ist das Essen drin? Okay. Ja, genau. Diese Haselnussbrocken kannst du essen. Das ist gut. Von denen ich irgendwie keine eingesammelt habe. Okay, let's go. Dann geben wir dem das mal. Ein bisschen zerstörtes Labor. Ja, aber in den Sachen fühle ich mich zumindest sicher, so. Ja. Sind das? Hier gibt's Warnung. Wasser und keine Spinnen. Luftverschmutzung kritisch. Oh ja, Wasser stimmt, geil. Irgendwo muss dieser sprechende. Oh, von irgendeinem Käferschwein. Was? Ein Käferschwein. Simon spielt ein ganz eigenes Spiel. Ich glaube auch. Ja, ich versuche zu euch zu kommen. Scheiße. Ich bin nicht weit von euch. Vielleicht könnt ihr mich holen, aber wahrscheinlich auch nicht. Ja, vor diesem. Also macht ihr keinen Aufwand. Soll ich dem diese Kassette geben oder soll ich auf dich warten, Simon? Ich guck kurz, ob ich ihn holen kann. Das ist ein Quest-Item. Mach ruhig. Schau nur mal, ich habe noch 15 Sekunden. Ich warte noch mal, aber. Ja, warte, ich komme gerade. Ansonsten ist mein Rucksack sehr wichtig. Hinterher, ne? Ja. Der hängt mir jetzt auch am Arsch. Ich glaube, das ist genau der dich
Processing. Auch sehr abgekackt hat. Oh Gott, oh Gott. Ja, Spaß dir, ich bin wahrscheinlich jetzt eh gleich tot. Okay. Oh shit, ich jetzt schlimm. Auch, weil er mich jetzt umbringt. Oh, warte, warte. Ah, da bist du! Eine Sekunde! Ja! In der Nein, ich hab mich ja vergiftet! Das gibt's ja nicht! Nein, oder kannst du mich gleich hochholen? Wo wollen wir spawnen? An der, bei der Kinderbox? Ich weiß es nicht, ich will nicht respawnen. Ich warte hier, dass du mich holst. Ich komme in 30 Sekunden, komme ich nicht zu dir. Tut mir leid, also ich klappe. Wollen wir zusammen bei einer von den beiden Sachen... Ja, Kinderbox. Okay. Deswegen wurde uns gesagt, wir sollen halt echt ganz viele Spawnpunkte machen. Weil dann können wir diese Häuschen bauen und immer überlegen, wo wir hinwollen, weißt du? Each with a super chip. Ja, gerne. In Zukunft. Aber muss man nicht an dieser Häuser... Ach nee, du meinst richtige Häuser, nicht einfach nur ein Zelt. Oder wie meinst du das? Ich glaube, diese Zelte waren das, oder? Kann ich das auf der Karte dann aussuchen, dass ich da respawne? Also gerade konnten wir mehrere auswählen. Also ich habe es falsch verstanden. Ja, aber das sind die... Das Forschungslabor und so, das sind ja eher diese Quest-Sachen. Also, Alter. Ach so, okay. Okay, Pia, du kannst ihm schon geben. Oh mein Gott, ist hier eine Spinne, ey. Es ist doch einfach nur Curse, oder? Ja, ich hab ihm gegeben. Und wir haben neue Recipes freigeschalten. Oh, die ist richtig groß und böse. Vor der ich bin jetzt auch gleich schon wieder tot, ey. Es ist nervig. Ach komm, jetzt verpiss dich doch, ey. Oh mein Gott. Zum Kotzen, wirklich. Moment, ich kann zu dir kommen. Oh, ich bin tot. Bist du weg? Ich bin tot, ja. Oh. Man hört. Geh zum Forschungslabor, du bist dann viel näher. Sorry, ja? Man hört Spinnen laufen, ne? Ja. Kann das sein, dass die Spinnen im Eingangsbereich hier rumlaufen? Ja. Deswegen bleib drin. Simon? Ja, du wirst sehr viel Spaß haben, weil ich glaube, wir haben eine Spinne genau vorm Eingang. Aber ich will nicht nachschauen. Aber ich höre da was gehen. Okay. Ich versuche dann einfach reinzurennen. Also, es klingt auch gar nicht riesig. Folien auch und alles. Man kann also, manchmal hat man Glück. Genau, also wenn du zum Forschungslabor gehst, Simon, bist du viel näher an den Sachen. Ah, du bist eh schon da. Ah, ja, okay, aber gut zu wissen. Ich dachte einfach nur, Hauptsache wir kommen zusammen irgendwo hin. Okay, ich nehme mal den Rucksack. Du hast scheinbar keinen verloren. Ich hab meinen auch. Lass mal schnell wieder zum Forschungslabor gehen. Können wir das zusammen Alter, schon abgeben. Irgendwas greift einen immer an. Nachts ist einfach keine gute Zeit. Ich glaube, wir sollten nachts echt schlafen. Das wäre, glaube ich, echt smarter. Ja. Definitiv. Cool, ich kann jetzt einen Spinnenschulterpanzer bauen. Ja, diese ganzen Ausrüstungsteile, das lohnt sich schon, die zu bauen, wenn man sie bauen kann und dann anzuziehen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich. Haben wir hier unten in dem Labor auch eine Werkbank? Hier ist das Labor. Hier, ja. Ging bei mir. Okay. Yes, so, okay. Oh. Ich mach mal kurz bei mir zu, weil mir ist ganz schön laut. Ne? Moment. Ich finde die Idee, dass wir einfach mega krasse Rüstungen haben und Waffen und die Spinnen einfach töten. Ja. Ja, damit würde ich mich richtig wohlfühlen. Wäre schön, fühle ja. Ich sehr. So, du darfst ihn abgeben. If you want. Gnu, hier bei mir ist ein Wasserspender. Ja. Okay. So, wo ist er denn nochmal, der Robo? Da ist er bei mir. Der hat was ausgespuckt. Ach. Also es gibt ein Heckenlabor, ein Teichlabor, ein Nebellabor und ein Schwarzameisenlabor. Also ich finde, ein Teichlabor klingt richtig gut, weil im Teich kannst du keine Spinnen haben. Ja, lass das machen. Das heißt, wir müssen ins Wasser, ne? Brauchen wir irgendwie Tauchzeug. Ja. Das klingt großartig, da sind keine Spinnen, damit bin ich glücklich. Das sieht aus wie Henno mit seinem Bart. An extremely durable and strong material. The goal of our experiments there was to find other practical uses for it. The Pond Lab is, as the name suggests,
located at the bottom of the Tully's koi pond. You will need to take a swim to reach it. As to the science conducted there, Dr. Tully has long had a fascination with Brussels sprouts. Oh Gott, mein Chat macht mich gerade so unglücklich, Leute. Soll ich euch spoilern oder wollt ihr euch einfach freuen auf den Teich? Es gibt Gluckenspinnen, die machen sich mit ihren Spinnennetzen Tauchausrüstung und die tauchen auch. Ekelhaft. Oh nein. Oh. Sind schon leicht sadistisch, oder? Ja. Unfortunately, the experiment did not work quite the way Dr. Tully was hoping. Our fungus ended up spreading rapidly and infected. Die haben irgendwie einen Fehler gemacht und irgend so einen Pilz gezüchtet, der sich dann da irgendwie in der Umgebung verbreitet hat. Und da brauchen wir eine Gasmaske. Mein Frauen hat's auch gesagt. Das ist erst übermorgen. Was ist mit dem Pilz? Ja. You can find the entrance in the stinky pile of garbage. Ich bin der Ursprung von The Last of Us, Leute. Alter! Wisst ihr, wo das Spornbild herkommt? Okay, und jetzt? Und deswegen wäscht man sich regelmäßig, meine Kinder. Also, ich würde sagen, was wir jetzt machen können. Wenn wir Marienkäfer töten, kriegen wir extrem geile Ausrüstung. Dafür würde ich sagen, wir machen mal Pfeil und Bogen, bringen Marienkäfer um für alle, machen uns eine geile Rüstung, holen uns Tauchzeug und gehen dann in den Teich. Das klingt wie ein guter Plan. Okay. Geil. Okay, cool. Lass mal gucken. Wollen wir erstmal schlafen? Ja. Weil es. Ja. Geil. Schlafen und dann müssen wir mal Milben umbringen. Und wir haben auch noch keine Distelstacheln. Oh, so. Da kann man jetzt Sachen kaufen. Genau, ich habe schon geupgradet für uns. Ich habe geupgradet, dass die Fackel auch mal länger hält. Geil. Dann machen wir mal draußen einen kleinen Schlafspot und pennen mal, oder? Ja. Yes, yes. Ja. Ihr dürft gerne vorgehen. Dann mache ich mal eine kleine Shelter. Pflanzenleuchte, süß. So, wo mache ich denn nochmal? Kann ich da nicht irgendwie Q drücken? Oder wo konnte ich nochmal bauen im Schneller, in Schnellbaumodus? Hm. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Jetzt wird es doch eh hell. Ja, es sieht aus, als würde es hell werden. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weg. Und, aber hier hat es ja auch irgendwo Milben, ne? Und da, wo es diese Rose gab, ich weiß gar nicht, wo wir diese Dornen herkriegen, dass wir erstmal alles sammeln an Sprösslingen und alles, was wir brauchen, um mal so ein bisschen Zeugs zu bekommen, was wir brauchen. Und vielleicht speichern wir auch mal irgendwo. Oder wir gehen in unsere Hauptbase mal kurz zurück, oder, Simon? Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Ja. Das wäre echt ganz geil. Da kann dann man mal, wir das mal sich vorbereiten. Ja, machen wir das. Dann braucht ihr was zu essen für den Weg? Ich pack das noch. Und dann machen wir auch mal ein bisschen Lootphasen und dann gehen wir gestärkt zum Teich. Lootphasen klingt wundervoll. Simon, tust du den mal markieren? Ich mach auch mal, machen wir, jeder, der einen Wegpunkt gemacht hat, macht den mal kurz weg, weil ich finde das sonst ein bisschen Let's verwirrend, wenn wir so 1000 Punkte sehen. Right there. Ja, ich hab keinen mehr. Okay, dann markier du gerne mal die Base, wir laufen hinterher, Simon. Ja, habe ich gemacht. Gut. Ist die mysteriöse Maschine, aber warte mal, wo, in welche Richtung? Da, hier, die. Okay. Genau, lassen wir auf den Bäumen. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir hier gerade in einem ganz unangenehmen Gebiet sind, Leute. Nein, ich will das gar nicht wissen. Oh, hier können wir das ganz kurz kaputt hacken. Ja, da kannst du dir nämlich eine Rüstung von gleich bauen. Oh, ist hier wieder was? Ah, nee, nur Käfer. Nee, nur Käfer, die machen. Hier, Shuyoka, du kannst es einfach, einfach mal nehmen hier. Trotzdem bringst du sie umzubringen, weil die haben ja auch neue Materialien, weißt du? So. Wollte ich einfach nur mal gucken. Ich fühle mich hier nicht wohl. Bin ich die Einzige, dessen Alarmmeter gerade so auf über 3000 ist? Ja. Ich frag nur. Ja, manchmal hat man ja Glück und die Spinnen sind gerade auf ihrer Routine. Ah, die machen gerade eine Diät, die sind gerade am Fasten. Ja. Ihre Routine. Okay. Milben hätte ich noch gerne. So, ich sehe hier auch viele Wassertropfen, was einer braucht. Sehr gut. Und Milbis. Oh, geil, also, Wassertropfen.
Nehmt den ruhig. Braucht ihn nicht. Genau, ganz viel Sprösslinge. Die hat es hier endlich mal wieder. Stimmt, ja, die brauchen wir auch, ne? Ja, jetzt richtig viel eingesammelt. So eine, oh, so eine Blüte wäre doch auch schön, oder? Das haben wir auch noch nicht, die Blütenblätter, Simi. Ich weiß gerade gar nicht wofür, aber sicher, für alles gibt es eine Verwendung hier. Guck mal, Simi, was passiert mit denen? Ach, die verschwinden einfach. Das ach, sind Kleeblätter. Nee, nee, doch hier Kleeblätter. Ja, aber doch. Ich wollte die Blumenblätterchen. Ach so. Ich bräuchte nochmal einen neuen Löwenzahn, wenn wir irgendwo einen finden. Ja, Löwenzahn ist gut. Ich muss mir unbedingt noch eine Axt machen. Ja, du kannst ja gleich. Wir haben so viel Kram auch. Also wir müssen eigentlich genug haben, dass du dir alles mal bauen kannst. Ich weiß nicht, ob diese Musik mich beruhigt oder fertig macht. Es tut mir so leid, kleine Rüsselkäfer. Irgendwann ist dir das egal und du metzelst sie nieder. Die kleinen Rüsselkäfer. Das ist eigentlich voll der süße Name. Jo. Das ist für einen Partner, du kleiner Rüsselkäfer. Kleiner Rüsselkäfer. Ist das hey, unsere Base? Okay, hier ist, naja, Base. Hier ist eine kleine Hütte, die wir gebaut haben. Ah, ich sehe es. So, an den Grill, ich hänge mal direkt was. Oh, ich habe einen Verbindungsabbruch gerade. Oh. Ich bin rausgeflogen. Kannst du noch mal neu nachschauen? Ich hoffe. Oh, hier gibt's so viel. Ja. Loot. Ist das... Loot. Jawohl, das ist auch... Ameisenkeule wäre auch geil, ne? Die sind halt einfach... Müssen wir Ameisen umbringen. Ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Für Rüstung und für alles. Ja. Hier laufen oder ja zum Beispiel eine Larvenklinge, ey. Die sind halt richtig gute Waffen. Wir haben noch so diese Anfangs... Oder auch zum Beispiel Distelstacheln. Wo kriege ich einen Distelstachel her? Oh nein, respawn ich jetzt ohne? Nein, ich respawn nicht ohne meine Sachen. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Das wäre richtig übel gewesen, ja. Geil, wir sind wieder da. Yeah. Was haben wir denn hier? Bärenleder, Ausrüstung, Milbenhut, Madenhaut. Wir brauchen auch noch so viele Sachen. Hier, so ein... Eichelgesichtmaske, geil. Eichelgesichtmaske. Ja. Könnte voll die Beleidigung am Schulhof sein, du Eichelgesicht. Du Eichelgesicht. ich muss ein Seil machen. Ich hab einen Marienkäfer, wollte ich Pflanzenfasern. Ein Marienkäfer? Also, aber den, können wir den ja, schon lass mal speichern und dann umbringen. Der ist ganz schön stark. Ja, ach, du brichst dich gerade schon allein um. Nee, ich habe nur gesehen, wie viel Energie der hat. Einiges. Pia, ich habe hier eine Haube für dich, die kannst du anziehen. Oh, geil. Dankeschön. Ich grill mal ein bisschen was, Kinder. Putting on some more armor. Raten. Also ich sehe mich auch voll dabei, ein Wohnzimmer zu bauen, ne? Also ihr könnt Spinnen töten gehen, ich baue ein Wohnzimmer. Wollen wir versuchen, den Käfer alle umzubringen? Auf jeden Fall mal die Ameisen. Da brauchen wir mal ein bisschen was für die Ameisen. Ja. Ja, die Ameisen müssen sein, ne? Komm, wir probieren mal den Marienkäfer, oder? Alle zu dritt. Wo seid ihr denn? Halt, stopp, ich komme. Okay. Seid ihr bereit? Ah, ja, dann läuft's. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so... Oh mein Gott. Ah, doch, es geht. Ah. Okay, schon. Ich bin auf ihn drauf. Oh, stellt euch auf ihn drauf. Stellt ihn einfach ab. Ich lebe noch. Ich kann ja direkt wieder hier anfangen. Könnt ihr mich holen? Ich kann nicht. Einer von euch? Ich bin die Einzige, die noch läuft, glaube ich. Oh, du bist auch tot. Okay, dann hau ab. Ich habe mich versteckt. Ich kann euch holen. Ja, wir hätten den Respawn auch anders setzen müssen. Ich habe noch keinen. Machen wir gleich. Aber wir bringen den noch um. Wir sehen ja, wo er langläuft. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme. An der Seite. Ah, hier. An der Seite. Ja. Oh Gott, schnell. Ich habe nur noch 13 Sekunden. Halt durch. Simon, wo bist du? Ich laufe gerade von der Kinderbox rüber. Der hat so einen richtigen Rundumkick gemacht. Ne? Naja, ich bin eben gestorben. Okay, warte, dann lass mal kurz speichern. Respawn hier setzen. Roundhouse Kick, ey. Das hat wehgetan. Ey, die Sau frisst unser Zeug auf. Ich glaube, jetzt bei dir hackt's, Kollege. Hat jemand meinen Rucksack genommen? Nicht, dass es schlimm ist, aber. Nee, das können wir, glaube ich, gar nicht. Nee, ich habe den da hingelegt. Wo ist der denn dann? Das ist ja weird. Also, der müsste doch hier sein, oder? Ah, ja, jetzt sehe ich ihn.
Aber das würden wir doch niemals tun. Es wäre doch okay, Hauptsache der Kram liegt nicht auf dem Boden rum. Also ich würde schon Sachen klauen, auf jeden Fall. Simon, du gute Seele, was ist denn los mit dir? Ah, da. Kann ich das essen? Ja, ich habe auch einen Respawn. Besser ist wahrscheinlich wirklich mit Fall und Bogen, ne? Ja, ich guck mal gerade wegen Ameisenhut und so. Einen Ameisenkopf brauchen wir. Also Ameisenrüstung könnte ich schon mal machen. Ist aber wieder, ich guck gerade, Verteidigung ist gar nicht. Da ist die Maske sogar fast besser. So gut ist die Ameisenzeugs gar nicht. Geil, ich habe zweimal Rüsselkäferfleisch auf den Grill gepackt, frei zum Nehmen, entnehmen. So, Pflanzenfasern. Was könnten wir noch bauen? Ich hätte halt super gern so eine Spinnenhaube, aber ich glaube, dafür müssen wir erst Spinnen töten. Ich glaube, da müssen wir erst, wir müssen uns erst langsam steigern wahrscheinlich, ne? Ja. Auf jeden Fall. Wie komme ich nochmal in den Ding-Modus rein? In den Ego-Shooter-Modus? Ich war nie draußen, deswegen. Boah, weiß ich gar nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Trinkflasche wäre halt geil, ne? Wir haben halt immer noch keine blöde. Sagt der Chat. Ah, danke. Wir haben auch immer noch keine blöde Trinkflasche. Ne? Das wäre auch sowas, was gut wäre. So. Also ich wäre generell, ich glaube echt, dass so ein bisschen ein Lager bauen wahrscheinlich gar nicht so blöd wäre. Damit wir nicht immer so auf Sparflamme unterwegs sind. Ja. Ja, du kannst gerne, ich meine, niemand wird es dir verbieten, mach was du machen willst. Wir müssen ja eh uns erst ausrüsten und es ist nur, wir sollten auf jeden Fall einen Plan haben, was wir als nächstes machen. Zum Beispiel diesen, der Ameisenhelm, der ist gar nicht so geil. Ich würde dir die Eichelgesichtmaske empfehlen, die habe ich jetzt genau, auch. Genau, würde ich auch machen. Die Eichelgesichtmaske. Ich habe mir so ein Brustkorb-Ding geholt aus Eicheln. Eichelbrustplatte. Ja, genau, das ist gut. Dann machen wir doch einfach mal die Ausrüstung, die ist auch realistisch. Dann halt, ich weiß ja nicht, wo wir Maden finden. Wir haben noch keine Made gefunden, weil damit könnten wir eine Trinkflasche machen. Es tut mir so leid, kleine Ameise. Die war so süß, die hat so neugierig geguckt und ich habe sie getötet. It was a betrayal. Was guckst du? Es tut mir so leid. Es ist okay, Pia. Es ist okay. Das ist der Lauf der Dinge. Nach deinem 100. ist es dir irgendwann egal. Das klingt so grausam. Ja, das ist die Natur, die ist grausam. Ey, ich habe eine Ameise, wollen wir die... Ah, ich mache die alleine. Und wo, weiß jemand, wo wir Maden finden? Nee, obwohl... Ach nee, ist keine Made. Weil brauchen wir nicht auch Tauchersachen jetzt gleich? Das müssen wir uns bauen, ja. Was wir dafür brauchen, weiß ich gar nicht. Ich guck gerade mal, ob wir das überhaupt schon machen können, ne? Ja, aber wir können uns ja das als Ziel nehmen. Dann wir können uns ein Schild machen. Auch wieder Badenhaut. Eine Schaufel. Cool. Ich guck gerade auch mal. Ja, ich habe mir auch eine Schaufel gemacht gerade. Ja, du hast die gerade entdeckt. Ich habe die Meldung dafür bekommen. Ich glaube, weil du die erste warst, die sie gebaut hat. Ja, ich denke gerade ganz schön blöd eigentlich, weil die hätte ich ja schon viel eher machen können. Mit der kann ich ja sicherlich auch Dinge erschaufeln. Was mache ich denn mit der Schaufel? So, ich überlege gerade mal. Wie kann man nochmal, also aus was kann man Seile bauen? Also was genau muss ich denn dafür Pflanzenfasern, dafür musst du Gras hacken zum Beispiel. Ah, Gras guck mal, die Schaufel, das sind die kleinen Hügel, die sich bewegen, dafür brauchst du dann aber eine Schaufel für die Maden. Das heißt, ich habe noch kein einziges Mal hier einen bewegenden Hügel sich gesehen. Also ich habe einen vorhin gesehen, als wir von der Spinne weggelaufen sind. Oh nice, weil dann hätte ich da schon Bock drauf. Aber wir haben noch keine Taucherausrüstung oder kriegen wir das dann erst, wenn wir uns auf die Mission begeben?
Nee, ich glaube, das müssen wir bauen. Aber du meinst, wir können es gar nicht bauen? Genau, oder guck mal kurz wir nach, ob du was keinen... findest. Ja, ich guck gleich mal. Bin noch am Schlachten. Also wir haben eine Gasmaske auf jeden Fall schon mal, die wir nutzen können für dieses andere Ding, wo es diese Gase gibt. Ja. Ich glaube, die Reihenfolge ist aber wirklich besser, wenn wir erstmal ans Wasser gehen und dann machen wir diese Gasnummer und ach, es wird schwer genug. Tausammler. Nö, ich sehe auch nichts aktuell. Aua! Ich war's nicht. Nee, die Marienkäfer hab ich gerade auszusehen weggeboxt. Das ist einfach mein Hund. Ja, wo hat's hier bewegende Madenhügel? Frage jetzt schon, wo man die Rezepte dann herkriegt, weil dann brauchen wir tatsächlich noch Tauchrezept dafür. Ja. Weiß das vielleicht jemand? Im Chat. Liebe Menschen, meldet euch. Jetzt seid ihr mal wirklich gefragt. Wie lege ich denn meine Fackel wieder weg, wenn ich die nicht verwenden möchte? Mit L vielleicht? Oder T? L wie Light oder T wie Torch? Mm-mm. F wie Fackel? Ja, ich habe die ausgerüstet, ich möchte die aber gerade nicht haben. In der Hand. Ich glaube, dieselbe Nummer nochmal drücken. Hey there, buddy. Die Ameisen kämpfen zusammen, ne? Also wenn ich eine Ameise angreife, ja, greifen mich aber alle an. Das schaffst du eigentlich so, also wenn es nicht viele sind, schaffst du das eigentlich. Das glaube ich sogar. Ich hab. Ist das so ein Hügel? Nee, der bewegt sich nicht. Also der beste Bogen aktuell, dafür müssen wir einige Spinnen killen. Vielleicht müssen wir uns mal irgendwann ein paar Spinnen holen und die einfach killen. Ja, oder wir bauen so einen Turm, von dem man dann so runterstechen kann. Ja. So ein Stechturm. Ich finde High Ground immer sehr, sehr cool bei allem. High Ground klingt immer sicher. Glaube ich. Meine Fackel in der Hand, obwohl sie nicht mehr in meinem Inventar ist. Okay. Wenn man alle Items hat von einer Art, kriegt man auch einen Set-Bonus. Nur so als Idee. Ah, noch. Okay. Geil. Ja, ich brauche noch. Ich lege mal kurz meine Sachen bei euch ab. Ich habe einfach zu viel in meinem Inventar. Jawohl. Ich bräuchte noch eine Eichelschale. Ja, ich auch. Wollen wir dann mal schnell Eicheln holen? Ich habe, glaube ich, echt viele. Ich lege die mal kurz in die Kiste ab. Okay. So, warte mal. So, bam. Bam. 4, 6 Stück habe ich. Seht ihr? Was ich euch da alles reinlege? Ich kann da nicht drauf zugreifen gerade. Ah, jetzt. Ah, geil. Ja, du auch. Ich habe da ganz viel reingelegt. Ja, den einen kann ich gerade nicht, aber... Ja, da bin ich gerade schon drin, ich gieriger. Ich gierige. Direkt reingedrückt. Loot. Ja, ist halt echt. Ich brauche nur noch Seil. Ja, Seil brauche ich auch gerade noch. Oh, wir müssen noch den Ameisenkopf analysieren, meint mein Chat. Okay, nice. Ameisenkopf analysieren, das klingt auch wundervoll. Irgendwie meine Fackel, obwohl ich sie nicht mehr habe, ist ganz komisch. So, ich guck mal, also was war das für ein Hügel, der sich da bewegt hat? Der war halt, also, falls du dich erinnern kannst, als du mich zurückgelassen hast, das zweite Mal. Das hört sich aber hart an. Als da dieses große Ding war, wo du gesagt hast, nein, das ist keine Spinne, das ist irgendwas anderes. Ah, da, okay. Ja, genau, und da war ein Hügel, der sich bewegt hat. Und weiß jemand, wie wir die Taucherausrüstung bauen können? Müssen wir dazu... Oh shit, ich habe rote Ameisen gefunden, Leute. Und die müssen wir... Oh Gott, die bringen mich gleich um. Die sind, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Genau, also wenn wir nämlich... Ich glaube, die Tauchausrüstung uns als nächstes machen, wäre das Beste. Aber dazu...
Wie kann ich dir helfen? Oh Gott, da hinten ist eine Spinne. Einfach Sachen am Teich looten, analysieren. Okay, achso, ich dachte, wegen den roten Ameisen brauchst du was. Bei dir ist eine grüne Spinne in der Nähe. Ja, da furzt auch gerade irgendwas rum. Holy shit, was geht denn da ab? Ja, ich wünsche dir da hinten viel Glück. Ja, danke. Ich bin am Arsch. Genau. Also ich glaube, wenn wir zum Teich gehen, Leute, und da rum analysieren, die ganzen Sachen, die wir dort finden, können wir die Tauchausrüstung machen, was nicht schlecht wäre. Das ist echt gut möglich. Gehen wir dazu zum Teich, weil da ist ja hier ist ja auch gleich noch so ein Analyseding. Ich laufe mal hin. Ich glaube, du musst halt Sachen finden wahrscheinlich noch, die man analysieren kann, ne? Und auch mal zum Teich gehen, wenn ich kann. Oh. Wir haben ja jetzt auch diese Ressourcensucher. Den haben wir jetzt auch. Puh, aber wir können uns auch ein bisschen, also wenn das für euch okay ist, können wir uns auch ein bisschen aufteilen. Dann kann Gnu einfach beim Teich Sachen analysieren gehen. Ich würde, wenn das für euch okay ist, hier so ein bisschen Base bauen. Und ja. Simon, eine Sache. Du kannst dich anschließen, worüber du möchtest. Ja, ich bin ja auch schon dabei. Ich habe gerade Ressourcen analysiert und ich habe ein Kiemenrohr jetzt als Rezept. Also wie, ich glaube, das ist ein Schlauch, hier so ein Atemschlauch. Kiemenrohr klingt auf jeden Fall schon mal richtig. So, dann gucke ich mal am Teich, ob ich hier irgendwas finde, okay? Jawohl. Ja, ich komme auch gleich. Gibt es ein Maximalgewicht, das man tragen kann? Is this a very good question? Ja. Wenn das Ding voll ist, also wenn dein Inventar komplett, wenn kein Platz mehr frei ist. Alles klar. Slot. Packst im Zweifel einfach, bau eine Kiste, pack's rein. Yes, yes. Wir haben eh so viel. Yes, yes. So, ich bin voll equipped. Geil. Kannst du das vielleicht auch für mich noch bauen? Ja. Hast du schon irgendwas davon? Nee. Also ich habe die Maske. Also brauchst du noch die Beindinger und die Brust? Genau. Ich guck so lange hier im See, ob ich das alles finde, was wir für die Schnorchelausrüstung brauchen. Wir brauchen Seerosenwachs, Seegrasfaser und aber wichtig ist Seidenseil. Und das kriegen wir aber nur, wenn wir Spinnen töten. Spinnenkram holen und das dann noch spinnen. Also wir brauchen so eine Spinne. Alles klar, also ich baue. Gerät. Ich weiß gar nicht, ob du das schon kannst, aber zumindest diese... Ich baue einen Raum. Und in den Raum können wir das dann reinsetzen. Okay, geil. Wir brauchen Ton. Weiß jemand, wo ja, ich habe schon gefunden. Turnen sind, okay, so sind mit der Schaufel, glaube ich, oder? Genau, ich bin gerade schon dabei, also... Geil, da haben wir ja alles dann für. Müsste ich das jetzt nur noch analysieren, aber ich gucke gerade noch, ob ich noch ein bisschen was anderes finde. So, erstmal heilen. Das ist ja wichtig. Meine Fackel ist an, obwohl ich im Wasser bin. Das ist eine magische Fackel. Die geht nie aus. Wir brauchen auch noch, hast du gesagt, Seerosen irgendwas, ne? Ja. Dann habe ich jetzt Eier und gehe dahin, auch wenn das mein Tod bedeutet. Und Wachs. Also ich glaube, das ist auch mit Seerosen irgendwo Wachs. Gottes Willen. Oh Gott, Simon. Ja? Ich hoffe, das bedeutet jetzt nicht mein Tod. Wer hat das gesagt, damit wir eine Verantwortung... Oh, ich sehe Kaulquappen. Tun die mir was? Du hast Kaulquappen gefunden? Ja. Das klingt ultra spannend. Die sehen aber nett aus. Also die haben so süße Glubschaugen und sagen so, E-Beams. Oh, oder vielleicht sind sie doch nicht so nett. Okay, und wie hole ich jetzt das Wachs von dieser Ding hier? Ich bin jetzt auf einer Seerose. Und die machen ja Geräusche. Wer macht denn hier so... Oh, süß, die Kaulquappen machen Geräusche. Brauchst du noch Löwenzahn? Das stimmt, essen. Simi? Löwenzahn würde ich einen nehmen, ja. Ich finde immer noch nicht, also diese Pflanzenfaser, was genau von den Dingern? Sind es wirklich die Grasfasern? Oder das sind diese kleinen, warte mal, ich kann dir sagen, was genau diese Pflanzenfaser ist. Ah, jetzt habe ich es. Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade gefunden. Jawohl. Können wir eigentlich den Dolch schon machen, weil wir für den Dolch... wir brauchen einen Dolch, um Seegras abzufarmen. Ich guck mal ganz kurz bei Herstellen. Dolch. Da. Spinnenfang-Dolch. Dafür brauche ich noch Spinnenfang. Oh
Gott, dafür müssen wir eine Spinne töten. Wir werden nicht drum herumkommen, eine Spinne zu töten. Genau, nur wenn wir das haben und Spinnengift brauchen wir. Nee, das kann doch nicht sein. Wo ist denn der? Ich muss noch einen kleineren Dolch geben, Mann. Übertreibt doch nicht. Hier, Kieseldolch. Dolch. Den kann ich machen. Ich brauche noch Eicheln, Scheiße. Ja, aber die sind ja beim Baum. Da kann man schnell hin. Genau, ich kann jetzt das ab. Ich mache das jetzt mal kurz für uns. Moment. Ich habe eine Aufgabe. So, ich brauche noch Kiesel. Kiesel. Einfach nur Kiesel. Also ich habe auf jeden Fall schon mal so eine Eichelbrustplatte habe ich schon mal fertig. Nice, danke. Und für die Beine fehlen mir noch Eicheldinger. Da schaue ich gleich. Ja. Wasserbehälter, Smoothie-Küche. Das klingt alles mega cool. Tausammler. So. Ein Spinnrad können wir mit Ton und mit einem roten Ameisenbrocken bauen. Da fehlt uns noch ein Ameisenbrocken, fehlt uns, und vier Ton. Dann hätten wir ein Spinnrad. Ich glaube, Ameisenbrocken habe ich sogar. Moment. Ton habe ich. Ich würde nur ganz kurz jetzt noch das abholzen, was wir brauchen für die Tauchausrüstung. Okay, ich habe Ameisenbrocken. Ich werfe sie mal alle weg. Ja, du packst sie in eine Kiste, dann kann man sie automatisch aus der Kiste quasi. Ich hab sie leider schon. Also brauchst du sie gar nicht, weil. Also, oh shit. Kieselsteine. So. Kiesel. Ich habe da drin eine Kiste gemacht mit Ausrüstungssachen zum Nehmen. Wollen wir hier eine Base haben oder wollen wir die irgendwo haben, wo sie taktisch klüger ist? Ich muss kurz surviven. Also wir können gerne andere bauen, aber die war eigentlich auch ganz gut hier. Also ich hab keine Ahnung, deswegen frage ich nur, wo es... Wir sollten definitiv irgendwann eine neue bauen, aber da müssen wir erstmal wissen, wo wir eigentlich hin müssen. Oh Gott, der Chat sagt etwas, was mir nicht gefällt. Spinnenfang und das Gift bekommt ihr von der Wolfsspinne. Das schaffen wir. Ich hab schon mal eine Wolfsspinne getötet in dem Spiel. Das geht. Aber wir sollten echt uns darauf gezielt vorbereiten und vielleicht erstmal mit den grünen Spinnen anfangen, bevor wir auf die Wolfsspinnen gehen. Weil ich glaube, die Wolfsspinnen werden... Wir arbeiten uns hoch. Wir fangen an der Pyramide mit den kleineren grünen Spinnen, glaube ich, erstmal an. Ja. Aber die Rüstung wird, glaube ich, schon einen großen Unterschied machen. Gut. Das wird schon cool. So, ich kann jetzt die Klinge machen, das mache ich jetzt. Löwenzahn hau ich gleich auch noch ab. Da wollte ja, glaube ich, noch Simon irgendwas. Einen Löwenzahn. Ich habe halt meinen irgendwie irgendwann verloren. Okay. Was bringt der Löwenzahn? Das weiß ich gar nicht, Simon. Was bringt denn der? Na, mit dem Pollen, mit dem Pollen kannst du fliegen. Das ist so ein Ach so, du brauchst keinen Löwenzahn, sondern eine Pusteblume. Ja. Oh. Aber ist okay, weil ich habe jetzt Pollen eingesammelt. Ich habe eine Pusteblume für dich. Ich hab's in die Vorratskiste gepackt. Kannst du die rausziehen? Oh. Geil. I got the Dolch. Und so, mit dem Dolch muss ich jetzt Seegras finden. Und das finde ich wie beim Koi-Teich. War am Teich nicht viel Freifläche. Also ich glaube, wir haben unsere Base damals auch in der Nähe vom Teich gebaut. Aber damals gab es noch nicht so viele Viecher wie jetzt. Deswegen weiß ich nicht, wie gut das dort ist. Das ist halt unmittelbar in der Nähe auch von so grünen Spinnen. Und da kann man theoretisch gesehen einen Spinnenturm bauen. Einen Stechturm, wo man dann so von oben runter stechen kann. Ja, das ist nice. Das ist eine coole Idee. Ich frage mich gerade nur, kann ich so einen Kack-Wasserfloh auch umbringen, oder? Tun mir ja gar nichts. Ich überlege gerade wegen dem Seegras, wie sieht denn das aus? Wo finde ich denn das? Ist das vielleicht am Boden vom Teich? So ein unter Wasser wachsendes Gras oder so? Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich probiere es mal. Ich werde erstmal ein bisschen Ei konsumieren, um das alles hier zu ertragen. Ist ja gar nichts. Oh, leck mich am Arsch. Ich muss kurz ein bisschen Wasser holen. Jawohl. Vielleicht sollten wir auch mal in der Basis so einen Tau-Fänger oder so.
irgendwann aufbauen. Auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob es halt sinnvoller ist, ob wir uns quasi zuerst einen Baseplatz suchen. Ja, das können wir gerne machen. Weil sonst verballern wir da Ressourcen. Ja. Ich guck gerade nur, wo ich das. Seegras. Das ist wahrscheinlich ganz unten, ne? Angeblich soll man die Armbrust für die Wolfsspinne benutzen. Aber ich glaube, wir kriegen die auch so klein. Aber ja. Aber ich finde eine Armbrust auch echt. Also, ich finde die überzeugend, die Aussage. Ja, ich auch. Ich auch. Nur für die brauchst du vielleicht wieder irgendeine andere Spinne. Wahrscheinlich. Ja, aber. Also, wir müssten doch eigentlich trotzdem für den Anfang müssten wir einen Sprösslingsbogen machen können. Dafür fehlt uns ja nur Fliegenpads. Und dann würde ich echt. Keine Distelstacheln. Das ist, glaube ich, das. Ah, wir brauchen Pfeile. Wir brauchen die Pfeile. Disteln. Ja. Wo kriegen wir Distelstacheln? Was ich finde von der Community. Also, wo, wie sieht die aus? Wo befindet die sich? Was macht die so? Wie alt ist die Single oder nicht? Würde die mit mir ausgehen? Gibt es da Chancen oder? Chat sagt, am Teich gibt es eine Distel auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass neben dem Teich bauen echt gar nicht so blöd wäre. Also ich höre immer mehr Argumente dafür gerade. Ja, ich finde auch, die überzeugen mich langsam.